Für die Sicherheitsbehörden ist es ungeheuer schwer, vorauszusagen, wie sich die Menschen verhalten werden und was das für uns bedeutet. Und deswegen ist natürlich eine solche Lage, wo man nicht genau weiß, was passiert, auch schwer vorzubereiten. Und so werden wir das tun, was geboten ist und was für die Sicherheit notwendig ist. Wir stellen uns theoretisch auf Probleme ein, die Menschen uns machen können, die trotz aller Mahnungen dann unvernünftig sind. Und deswegen wollen wir vorbereitet in diesen Silvestertag hineingehen. Wir werden an Silvester 2020 über 4.800 Polizisten auf den Straßen haben, die für Sicherheit und Ordnung in Nordrhein-Westfalen sorgen. Das ist etwas mehr als im Jahr davor. Was den privaten Raum angeht, kann ich den Bürgerinnen und Bürgern versichern, dass es auch dort, also auch an Silvester, keine beliebigen Kontrollen geben wird. Es gilt das, was wir Weihnachten gesagt haben, die Polizei wird nicht um den Weihnachtsbaum herumlaufen. Wenn jemand aber meint, er oder sie müsse mit großer Party über die Stränge schlagen, dann werden wir eingreifen. Das ist auch eindeutig und klar. Rechtlich ist das möglich. Und wie immer bei der Polizei wird auch hier natürlich die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen im Mittelpunkt stehen. Die Polizei wird abwägen. Ich vertraue da auch auf den gesunden Menschenverstand und dem Fingerspitzengefühl von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und hat sich die Vergangenheit gezeigt, dass das gut klappt. Also, Menschen können zu Hause in dem vorgegebenen Rahmen begrenzte Personenzahl auch Silvester feiern. Aber auch in privaten Räumen gilt Abstand, auch in privaten Räumen gilt vor allen Dingen, dass man nicht mehr Menschen einladen darf und dass es nicht irgendwelche Feten, die draußen nicht stattfinden sollen, dann als private Feten organisiert werden. Das landesweite Böllerverbot gibt es nicht, aber es gibt von Ort zu Ort unterschiedliche Auflagen zu diesem Thema, die unbedingt beachtet werden müssen und die werden auch von Polizei und Ordnungskräften konsequent kontrolliert und geahndet. Meine Empfehlung für dieses Jahr lautet ganz einfach, lassen Sie es am einfach sein, gehen Sie auf Nummer sicher. Und viel wichtiger als dieser Hinweis ist, Sie entlasten das Gesundheitssystem, wenn Sie helfen, die Risiken von Unfällen mit Pyrotechnik zu minimieren, gerade in diesen Tagen.